Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Kumane Konka Alarmstufe Rot 1 Remastered, genau. Ja, wir fangen heute mit den Russen an, Leute. Oh mein Gott, was freue ich mich da drauf. Samstagmittag, 12 Uhr. Und ja, Leute, wir haben ja dann letztes Mal die Alliierten abgeschlossen und jetzt geht es los mit den Russen. Ah, was freue ich mich da drauf. Endlich, Leute, nach 38 Folgen. Okay, dann würde ich sagen, quatschen wir nicht länger rum. Gehen wir direkt rein hier, so, zack. Ja gut, die haben wir aber schon mal gesehen. Die skippe ich noch und dann, ja. So. Warum war das gerade auf Englisch? Haben wir die English-Problems hier, oder was? Das sind wieder die English-Problems. Naja, gut. Wie lange hat es gedauert, bis die Wirkung eintrat? Oder auch nicht. Können wir hier offen reden? Natürlich. Machen Sie schon. Die Einwirkungszeit hängt von der Panzerung der Cyborgs ab. Bei den Mechanobots hat es weniger als 15 Sekunden gedauert. Bei einem Schütze zwei Cyborg länger, zwischen 18 und 42 Sekunden. Keine resistenten Cyborg-Typen? Keine, Genosse Stalin. Zerstörung insgesamt? Etwa 110. Meine Geheimdienstinformationen sprechen von 128 Cyborgs in diesem Depot. Wie erklären Sie sich den Unterschied? Ungenaue Geheimdienstinformationen? Genug jetzt. Beginnen Sie mit der Produktion der Waffe. Ist bereits angelaufen, Genosse Stalin. Hier übrigens ein Neuzugang. Ihrer Beurteilung zufolge sollten Sie ja ganz brauchbar sein, Leutnant. Ich möchte diese Beurteilung erst sehen, Beschäftigen bevor... Sie den Leutnant mit etwas Wichtigem, Gradenko. Das wäre dann alles, Gradenko. Verzeihen Sie, Genosse Kommandant, aber da wäre noch etwas. In der Gefechtszone von Torum sind wir auf eine getarnte alliierte Stellung gestoßen. Der Gegner bewacht die Zufahrtsstraßen zur Basis hier und hier. Was zögern Sie denn da noch? Vernichten Sie die Basis und alle Cyborgs darin. Komm, mein Täubchen. Ich habe einen Auftrag, der deiner ganz besonderen Fähigkeiten würdig ist. Dann schauen wir doch mal, wie Sie sich anstellen. Begeben Sie sich nach Torum. Vernichten Sie alles dort. Hinterlassen Sie keine reparierbaren Überreste. Das wäre dann alles. Ja, ist ja gut, der Herr. Die erste Katze von Russen ist einfach so legendär, Leute. Ganz besondere Fähigkeiten von der Nadja. Naja, gut. Oh, Leute, wir spielen die Russen. Wie geil, wie geil. Ja, willkommen bei den Russen. Und wie wir eben gehört haben, die entwickeln irgendeine Waffe. Irgendeine Biowaffe, Leute. Und ja, das ist lustig. Wir hatten damals ja das Spiel schon mal gespielt und da gab es noch einige Zusatzinfos, aber die gibt es hier in der Version leider nicht. Naja gut, dann machen wir uns mal hier dran. Wir sollen bei der Entwicklung einer Waffe helfen und ja, dazu, wow, shit. Boah, das sind zu viele Verluste. Na gut, ja, wie ihr seht, wir kriegen einen Haufen Verstärkung, aber wir können eigentlich alles mit Flugzeugen machen. Na, wir haben unsere Flugzeuge, unsere Gewehrflugzeuge. So, und dann hier noch einmal drauf. Und dann haben wir das Ding schon erledigt, Leute. Ja, das war die erste Mission von den Russen. Ziemlich geil. Oh, es sind doch neue Cutscenes drin. Ich nehme mein Wort zurück, Leute. Es sind doch neue Cutscenes drin. Oh mein Gott, Leute.
So, Bonusgalerie freischalten, eine blutige Lektion. Ja. Führung 76%, das passt. Oh, wir haben hier unsere Europakarte, Leute. Schaut euch das an, wir sind die Russen. Wie geil. Aber gut. Leute, erstmal Bonusgalerie, wie immer. So, Bonusgalerie sind sogar zwei. Warum? Achso, hier. Oh, was haben wir denn hier? Behind-the-Scenes-Aufnahme. Zur Choreografie des Briefings zur Sowjetunion. Sowjetmission. Ha, der Kane wieder im Hintergrund, ey. Ja, da sitzen sie. Hm. Stalin, ey. Wie die das hingekriegt haben, ey, dass der echt so aussieht, ist unglaublich. Gut, ein Vergleich. Leute, ein Vergleich zwischen alt und neu. Original und Remaster. Ihr könnt das mal sehen, Leute, den direkten Vergleich. So. Übelst verpixelt, das Original. Ne? Ja. Ja, aber das ist verwaschen. Deshalb. Ja, die neuen Cutscenes sind verwaschen, Leute. Das ist interessant, dass sie das nicht besser hingekriegt haben, aber gut. Würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter hier. So, die Russen haben wir ja jetzt hier. Wachdienst Norden oder Süden? Ich glaube, ich nehme hier den Norden, Leute. Alles klar, Start. Gehen wir direkt mal rein hier, los. In dieser Folge möchte ich gerne zwei Missionen schaffen. Genau, neue Cutscene, Leute. Gratuliere zu diesem Auftrag, Commander. Ich bin Hauptmann Georgi Kukov, Kommandeur der Gefechtseinsätze in dieser Region. Hinter diesem Fluss liegt Deutschland. Morgen beginnt unser Angriff. Heute schieben Sie erstmal Wache. Bewachen Sie die Basis und das Befehlszentrum. Und zwar mit Ihrem Leben. Die Alliierten kommen unseren Stellungen immer näher. Achten Sie auf Hinterhalte. Wenn es zum Kampf kommt, sind Sie ausdrücklich zu einem Gegenangriff ermächtigt. Wir sehen uns dann in Berlin. So sieht's aus. Oh. So sieht's aus, Leute. Großer Angriff auf Berlin. Und nochmal eine neue Cutscene. Na, ja, okay, die war ja nicht wirklich. So, da sind Hunde. Genau, Leute. Das war General Kukov. Auch ein sehr hohes Tier bei den Russen. Jo. Und dann Hund, dann Hunde. Kommt. Fresst die alle auf hier. Ja, genau, Leute. Wir haben hier bei den Russen auch die Hunde. Tatsächlich. Die Hunde für die Mannequin. Ganz genau. Hier. Uff, 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 uff. Ich glaube, das kennt ihr alles. Wenn ihr Kovane Conquer gespielt habt, dann kennt ihr das natürlich. Und ja, genau, Leute. Das war General Kukov. Wie gesagt, ein hohes Tier hier bei uns. Und ja, der hat uns gesagt, wir müssen das jetzt hier bewachen, das Ganze. Und wenn wir angegriffen werden, dürfen wir angreifen. Das heißt, der greift uns hier an, also jo, können wir ihn gleich auch platt machen. Also wir müssen zerstören sie. Alle Einheiten und Gebäude der Alliierten in diesem Fall. Ganz genau. Und Flammentürme brauche ich hier eigentlich nicht. Ich brauche hier einfach nur in dieser Mission brauchen wir einfach nur. Wie ist das? Jede Menge Schützen, Leute. So, wollen wir noch eine Kaserne, damit das noch schneller geht hier. So. Gut, dann kommt man noch schneller raus hier. Zack, zack. Und ja, Leute, wir haben zwei Flugzeuge. Zwei Yaks können wir bauen. Das mache ich mal. Für unseren Angriff gleich hier. Die Alliiertenbasis nämlich hier hinten. Sehr kleine Karte. Und hier haben wir unsere geilen Flugzeuge. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter hier ein paar Mannequin. So. Weil mehr brauchen wir wirklich nicht hier. Und ja, Leute, es geht endlich mit den Russen los. Das habe ich echt lange drauf gewartet. Und eine Hundehütte habe ich noch gar nicht gebaut. Ne? Ja, dann bau die mal, komm. Hundehütte, damit wir es auch mal gesehen haben hier. Für die, hier die Schäferhunde.
Deutsche Schäferhunde, ist so geil. Und ja, es gibt noch eine Sache zu sagen. Ich habe ein bisschen nochmal mit der Auflösung rumgespielt. Und die mal angepasst auf Voll HD im Spiel. Ich habe jetzt bei mir unten manchmal hier so, so Linien. Sagt mir mal bitte Bescheid, ob ihr das seht. Wenn ja, dann mache ich das wieder weg. Wenn nicht, dann alles okay, dann ist das nur bei mir. Und mich stört das nicht sonderlich, deshalb. Gut. Leute, ich würde sagen, wir gehen hier unten hin. So, gehen wir mal angreifen direkt. Zack. Weil hier in dieser Mission ist nicht wirklich viel, noch nicht wirklich viel Gefahr angesagt. Es ist nur der Sammler, der uns hier überfahren kann. Ihr seht, hier gibt es jede Menge Erz. Da ist der Sammler. Der ist schon halb kaputt. Okay, der Sammler, Leute. Der überfährt uns nämlich gleich, wenn wir nicht aufpassen. So, macht den kaputt. Und zack, das war gut. So, macht den Jeep kaputt, Leute. Und zack. Und hier oben ist schon die Basis, also die zweite Mission hier, die ist wirklich... Gut, da kommt die Flugzeuge mal und schießen wir auf das Fass da hinten. Das Gute ist auch, dass der Gegner hier nur Anti... Boah, der hat mir eine Jagd weggeballert, ernsthaft? Ah ne, hat er nicht. Der Gegner, der hat nur Anti-Panzer-Sachen hier, deshalb... Jo. Kriegen wir das hin. Da oben kriegen wir noch Verstärkung, seht ihr? Warum habe ich keine... Ah, die Musik ist nur leise, okay. Verstehe schon. Ah, wir brauchen keine Silos, wir haben es gleich geschafft, Kollege. Die Flugzeuge machen mal die Energie da hinten platt. Und die Grenadiere auch hier drauf. So. Gut. Die Flugzeuge, die haben noch nicht aufgeladen. Da kommen sogar noch zwei. Was ist denn hier los? Und ja, dann sollten wir es jetzt aber haben. Genau. Leute, zweite Mission schon durch. Das war unser Wachdienst. Das war unser Wachdienst. Und hier draußen poltert irgendwas. Aber die Russen. Ach, herrlich, Leute. Wir spielen die Russen, oh mein Gott. Abschließend Wachdienst. Okay, Bonusgalerie. Die Alliierten haben definitiv mehr verloren als wir. Und, ja. Hey, bei den Russen... Ach ja, stimmt, das war ja in der Hauptkampagne so, ne? In der Hauptkampagne kommt man immer auf diese Europakarte. In der Gegenschlagkampagne hat direkt jetzt die nächste Mission angefangen. Das war ein bisschen irritierend. Gut, Leute, machen wir nochmal hier die Bonusgalerie kurz. Oh, Hellmarsch. Original-Demo. Bislang unveröffentlichte erste Demo, die Frank für den Song Hellmarsch komponierte. Obwohl der... Ja, der Nazi. Obwohl der Track schon sehr nah an der finalen Fassung ist, unterscheidet sich doch der Klang der Gitarre. Ja, geht. In der Demo ist dieser ähnlich zu vorherigen CNC-Songs wie Demolition. Somit ist der Track zeitlich vor dem Zeitpunkt einzuordnen, an dem Frank den Paul Reed... Oh, tatsächlich. Hört sich anders an. An dem Frank den Paul Reed Smith Mesa Boogie Gitarrenklang erwarb, den er für die folgenden Titel von Westwood nutzen würde. Diese Version kam allerdings nur in einem der frühesten Trailer von Lammstücke Rot vor. Danach wurde sie durch eine aktualisierte Version mit besserem Klang und einem besseren Mix ersetzt. Ja, ihr hört, das hört sich anders an tatsächlich. Und ja, da würde ich sagen, genau, Hellmarsch. Würde ich sagen, Missionsauswahl, Mission 3, zack, Befestigung der verdeckten Bedrohung. Alles klar, wir gehen also nach Dänemark. Alles klar, cool, Leute, sehr, sehr cool. Gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die Cutscene an, ja. Ausgeliefert. Wir haben 14 Panzerdivisionen an dieser Grenze. Und die Alliierten halten sie mit nur 3 Divisionen auf? Bei der Geschwindigkeit des Vormarsches unserer glorreichen Kampfroboter haben wir in 60 Tagen ganz Europa eingenommen. Mag sein, aber 11 Monate hinter dem Zeitplan. Es ist für unsere Propaganda überaus wichtig, dass wir Berlin vor dem Geburtstag des Genossen Stalin erobern. Ach ja. Genosse Gradenko, haben Sie nicht berichtet, alle Waffenfabriken seien gesichert? Ich habe sie persönlich inspiziert.
Wie konnten dann die alliierten Schweine unsere Fabrik bei Sofrensk ausschalten? Unmöglich! Meine Sicherheitsvorkehrungen waren... Wirkungslos, wie wir befürchtet haben. Das war unsere wichtigste Fabrik. Werden wir jetzt überhaupt noch laut Plan vorankommen? Was ist mit Einstein? Verläuft seine Antriebsforschung immer noch nach dem Zeitplan? Nun? Ich muss berichten, dass vor ein paar Stunden, nun, Einstein wurde gekidnappt. Ich weiß. Wir holen ihn schon in diesem Moment gerade zurück. Gut. Sehr gut. Ich würde nur ungern einen so ergebenen Offizier wie Sie töten, Gradenko. Ich weiß nicht, wo Einstein ist. Noch nicht. Aber ich weiß, wer unsere Sache verraten hat. Wir haben die Datenkennung eines alliierten Infiltrators in Kyriagin geortet. Er muss schnellstmöglich deaktiviert werden. Auf nach Kyriagin mit Ihnen. Stöbern Sie ihn mit Ihren Suchhunden auf, bevor er noch mehr verraten kann. Ach, die Spionenmission, Leute. Oh mein Gott. Ja, das ist auch eine schnelle Mission. Die ersten drei Missionen von den Sowjets sind wirklich echt easy. Gut, Leute, wir haben gerade eben Kane gesehen. Tatsächlich, Leute. Wir haben Kane gesehen und Kane macht mit den Russen. Gut, wir haben hier den Hellmarsch. So, liebe Leute, ja, Kane ist auf Seiten der Russen tatsächlich im Alarmstufe Rot-Universum. Das ist interessant. Gut, Grenadiere, kommt mal hier runter. Ich werde diese Mission nämlich auf schnellste Wege machen, tatsächlich. Indem man hier... Zack. So, die Grenadiere. Und ihr kommt mal alle mit hier runter. Da, zack, Hellmarsch, Leute. Da könnte man jetzt drauf schießen, aber möchte ich nicht. Ich möchte nur hier die erstmal platt machen. So. Da war noch einer. Ah, cooler Hund. Und ja, wir müssen hier einen Spion erledigen, Leute. Einen Spion, der geheime Informationen an die Alliierten preisgeben will. Um wen es sich da handelt, weiß ich zurzeit leider nicht, aber... Jo. Ist auch nicht so wichtig. So, da ist der Spion, Leute. Und, ja, dann würde ich mal sagen, kommen hier jetzt gleich Manneken raus, ne? Da kommen Manneken raus. Ja, und auffressen. Alle auffressen einfach. So. Da kriegen wir weitere Verstärkungen. So, das heißt, da kommt ein Transporter, liebe Leute. Und, warum sieht man denn hier was? Ist ja komisch. Und im Originalspiel habe ich es ja so gemacht, ich bin hier oben zur Kirche hingerannt. Da ist eine Kirche da oben, Leute. Und ich mache es hier anders. Ich mache es hier definitiv anders. Wenn ich nicht alle Einheiten platt gemacht kriege. Ich werde hier einfach nur diesen Transporter zerstören. Da habt, so habt ihr nämlich mal beide Wege gesehen, wie man diese Mission erledigen kann. Du sollst da oben drauf schmeißen. Idiot. So, Hunde. So, zack. Da rennt der Spion nämlich und der rennt da oben in eine Kirche rein. Aber Leute, das mache ich nicht. Ich mache das anders. Ich mache einfach hier dieses Boot platt. Wie gesagt, den anderen Weg habt ihr im Originalspiel gesehen. So, mach das kaputt da, los. Alle bitte drauf schießen. Ihr auch. So, macht ihn kaputt. Ich habe doch gar nicht gespeichert bis hierhin. Das, ich glaube, das mache ich einfach mal. Mission 3 Sowjets. So. Und zack, seht ihr? Einsatz erfolgreich. Sehr schön. So schnell. 3 Missionen schon fertig, ey. Oh. Boah, ganz genau, Leute. Die haben echt die ungeschnittenen Cutscenes hier drin, ey. Von den Sowjets auch. Unfassbar. Okay, Leute. Bonusgalerie freischalten. Beseitigung der verdeckten Bedrohung. Alles klar. Gucken wir uns die doch direkt mal an hier. Wir schreiten hier weiter voran in Europa. Und wir haben Berlin tatsächlich fast eingenommen. Und noch eine Sache. Bei den Russen, diese Auswahlpunkte, die sieht man immer in der Cutscene vorher. Das heißt, wir können jetzt gleich schon sehen, wo die Russen als nächstes angreifen werden. Da würde ich sagen, ist das denn hier unsere Grafik-Bug?
Würde ich sagen, gucken wir uns nochmal kurz die Bonusgalerie an hier. Weil ich möchte ja nichts verpassen. Ist wieder ein Video, Leute. Behind-the-Scenes-Aufnahmen zur Choreografie zur dritten Sowjetsmission. Ah, okay. Der Kane, der ist also hier der Fadenzieher, okay. Ja, er kommt ja selber rein. Wir haben gerade Kane gesehen in der dritten Mission. Okay, Leute. Russenmission 4. Hinter feindlichen Linien. Würde ich sagen, machen wir das mal im Süden. Zack. Vielleicht noch eine Cutscene, wa? Das wär's ja. Gut, ja, noch eine Cutscene, tatsächlich. Gute Arbeit, wie Sie den Verräter erledigt haben. Sie gefallen, Stalin. Enttäuschen Sie ihn bloß niemals. Und jetzt habe ich einen Spezialauftrag für Sie. Wir sammeln unsere Kräfte für einen Schlag gegen Berlin. Darum spielen wir mit den Alliierten ein wenig, wie sagt man, Katz und Maus. Ich möchte, dass Sie ein Ablenkungsmanöver durchführen. Beschäftigen Sie den Gegner, bis wir Truppen hinter seinen Linien absetzen können. Mit dieser Verstärkung haben Sie dann die gegnerischen Funkverbindungen zu unterbrechen. Wir möchten Berlin lieber ohne Vorwarnung überraschen. Aha, ein Ablenkungsmanöver also. Okay, liebe Russen. Würde ich sagen, machen wir das einfach. Mal, aber warum habe ich hier keine Musik? Ah doch, ich habe Musik. Alles klar, Leute. Wir haben eine Basis. Oh mein Gott, wir haben die Panzer. Wir haben unsere Kampfpanzer. Oh mein Gott, Leute. Endlich, ey. Wir haben endlich diese heftigen Panzer. Wie geil. Diese Doppelrohrpanzer. Wir haben unsere Raketenwerfer. Raketenwerfer nutze ich sehr gerne, Leute. Was war das? Hat der eben den Hund überfahren? Naja, gut, egal. Leute. Schneller ist schon, ne? Oh, hä, wo bin ich? Guck mal, die alte Grafik, Leute. Oh mein Gott. So, spielen wir mal ein bisschen mit alter Grafik hier. Zack. Oh, es ist schon echt verpixelt. Nee, lieber das hier. Lieber das hier. Und ja, Leute, wir können zum ersten Mal die Sachen hier bauen. Flammentürme, Waffenfabrik, Raketenwerfer, Panzer. Wir können zum ersten Mal die Sachen hier bauen. Das Ding ist halt, bei den Russen, liebe Leute, jetzt keine Gummipanzer. Das heißt, wir müssen tatsächlich mit Kampfpanzern die Karte erkunden. Bei den Russen gibt es auch keine Funktion, dass die ganze Karte aufgedeckt wird. Gibt's einfach nicht, Leute. Deshalb müssen wir immer mühselig hier erkunden. Und Energie? Ja, das ist ein Bürger. Lass doch den Bürger in Ruhe. Und deswegen müssen wir jetzt hier mit dem Kampfpanzer erkunden fahren. Ja, das ist ein bisschen krass bei den Russen, aber es ist halt so, Leute. So, was ist hier? Ach, Gummipanzer. Pff. Mein Gott, also wirklich. Also wirklich, Leute. Direkt kaputt. Die Russen. Das Russenarsenal, ey. Es ist wirklich geil. Und ja, Leute, freut mich, dass ihr nach wie vor hier dabei seid. Wir können auch Flugfelder bauen, aber das lasse ich erstmal. Warte, kaputt. Aber eine Werkstatt werde ich bauen, tatsächlich. Flugfelder. Ja, oder vielleicht baue ich sie doch. Muss ich mir mal überlegen. Sammler, geh mal hier hin, bitte. Ich brauche auch noch einen zweiten. Ach Gott, Leute, ja, die Russen, das ist richtig geil, dass ich die jetzt spielen kann. Und ja, Werkstatt kommt mal da ganz in die Ecke. Noch ein Kraftwerk und die Verteidigungstürme werde ich nicht brauchen hier. Definitiv nicht, so stark kommt der Alliierte nicht angeschissen. Und ja, Leute, wie gesagt, sagt mal kurz Bescheid bitte, ob ihr unten genau jetzt hier so Linien aufploppen seht. Wenn ja, dann mache ich es halt wieder weg, wie gesagt. Wenn nicht, dann okay, dann lasse ich es auf der Auflösung. Es ist jetzt nämlich auf 1080p und so brauche ich dann die Hunde. Wahrscheinlich zum Scouten oder so, ne? Zum Scouten, ne? Gut, dann baue ich mal meine Jagdflugzeuge weiter, Leute. Die Jagdflugzeuge sind... Oh, danke. Gummipanzer. Gummipanzer? Was will der Gummipanzer hier?
Ja, der hat keine Chance. Der will nur ein bisschen nerven, aber ja, mein Gott. Und die Mannequin auch direkt weg. Hunde, mach den kaputt. So. Sehr geil, Leute. Oh mein Gott, wir haben die Kampfpanzer. Ich werde auch wieder vier Flugzeuge bauen, Leute. Wie bei den Alliierten mit den Hubschraubern werde ich das machen. Und noch eine Sache bei den Russen, Leute. Wir haben Spezialwaffen hier, Spionageflugzeuge. Dann würde ich sagen, setze ich das mal hier hin. Die Dinger erforschen nämlich unsere Karte hier. Und da sehen wir schon, dass hier Edelsteine sind. Oh mein Gott. Okay, Leute, dann würde ich sagen, nehme ich mir jetzt mal eine beiden. Oh. Ah, ich habe eine Idee. Raketenwerfer schießen wir auf den Bunker da oben. Zack, direkt weg, Leute. Die Raketenwerfer machen den Bunker mit einem Schlag weg. Gummipanzer. Euer Ernst. Euer Ernst, Gummipanzer. Wo ist der Hund? Da ist der Hund. So. Wir brauchen Silos, das heißt, bau mal bitte Kampfpanzer für mich. Jede Menge. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir haben unsere vier Jagdflugzeuge. Wir brauchen schon Silos, das würde ich sagen, erfüllen wir ihm mal den Wunsch. Und dann bauen wir mal auf hier, los. So, wir haben wieder ein Spionageflugzeug. Und ja, die Energie, die reicht nämlich ganz knapp nicht, Leute. Und wir haben unsere Fallschirmtruppen, Leute. Die Fallschirmtruppen, das sind die fünf Mannequin, die der Russe immer abgesetzt hat. Damals bei uns in den Alliierten. Ganz genau, Leute. Und dann würde ich sagen, mit denen können wir nämlich auch schön scouten. Alliierte Verstärkung eingetroffen. Oh, okay, dann bauen wir noch weitere Kampfpanzer. Ja, ja. Alliierte Verstärkungen sind eingetroffen. Da sind wieder alliierte Verstärkungen eingetroffen. Tio. Genau. Ach, der hat keine Chance mit seinem Mini-Scheiß da. Also wirklich, Leute. So, einfach platt machen den Scheiß. So. Und zack. Raketenwerfer draufschießen. So. Was macht er denn jetzt? Ja, schön drüber fahren. Sehr gut, Sammler. Gute Arbeit. So, dein Hund. Frisst den auf. So, Leute. Was macht der Sam? Ist der blöd? Na gut, die blöden, die dummen Sammler hat man auch bei den Russen leider. Das ist das Problem. Die dummen Sammler hat man bei den Russen auch. Gut, dann bau dir mal einen nach und mach mal hier ein Fallschirmflugzeug hier oben drauf. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, repariere ich den mal. Wie ihr wahrscheinlich merkt, ist das auch eine andere Karte wie die, die ich im Original Let's Play gespielt habe vor einem Jahr. Ne, es ist eine andere Karte, Leute. Na, bei der anderen Karte hatten wir nämlich hier in der Mitte und mussten hier oben was machen. Hier an der Karte sieht es ein bisschen anders aus. Gut, Jeeps, mach die weg. Ach, die haben keine Chance. Schau euch das an, die sind direkt kaputt. Gummipanzer. Gummipanzer, auch nicht schlecht, Leute. Schieß mal beide auf einen, bitte. So. Ja, komm, das kriegen wir schon hin hier. Das ist alliierte Angriffe, also... Man weiß ja nicht, ne? Ich habe noch einen Raketenwerfer. Mit dem mache ich mal den anderen Bunker da platt. Da reicht ja nämlich eine Rakete, das ist es ja. Na komm, wirf schon ab. So. Sammler, bleibst du bitte hier? Gut, dann bräuchte ich eigentlich mal ein paar Einheiten, ne? Wir können hier Raketenwerfer bauen, oder? Raketenwerfer und... Aber werde ich gleich erst machen. Ich werde mit meinen Jacks einfach mal hier... diese Gummipanzer beschädigen. Ich meine, auch wenn das nichts bringt, aber hat man hart, hat man. Und ihr macht ihn mal bitte platt da. Oh, und die Folge ist gleich schon vorbei. Gut. Ja, dann macht den kaputt. Und dann hole ich mir jetzt die Edelsteine da. So, Leute. Edelsteine holen. Los. Wir haben wieder ein Spionageflugzeug. Sehr, sehr gut. Aber, Leute, ich mache jetzt hier Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, Mission 4 Sowjets,
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.